Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tony Hawk Pro Skater Video. Ich weiß, das Level ist sehr kurz und hier gibt es nicht viel zu sammeln, aber es gibt zwei Stat-Punkte und ein V und das möchte ich euch zeigen, wie ihr die drei Sachen bekommt. Viel Spaß! So, Runde 1, Burnside, Portland und da hinten kann man auch schon den ersten Stat-Punkt sehen und da oben sieht man auch schon das V. Es gibt zwei Stat-Punkte und das V. Ich zeig's euch trotzdem. So. Ja, und manchmal passiert das. Irgendwie muss man sich dann drehen, damit man die Sachen bekommt. Ich weiß es auch nicht, wieso das so ist. Manchmal fliegt man da durch. Okay, bekommen. So, da hinten ist der nächste Stat-Punkt. Den haben wir bekommen. Halt. Ein bisschen vorsichtiger jetzt. Nehmen wir hier Anlauf. Ja, okay. Das war Fail. Nächste Runde. So, einmal hier direkt um die Ecke. Das ist blöd halt, weil man hier nicht so richtig Anlauf nehmen kann. Ich nehme immer die Kante zum Rüberspringen. Und da seht ihr, ich habe das V bekommen. Es hat geklappt. Ja, und dann geht es eigentlich nur noch darum, Punkte zu machen. Aber das wisst ihr ja. Die drei Sachen habe ich euch gezeigt, wie ihr sie bekommt. Ich weiß, ganz, ganz kurz, man findet sie eigentlich auch selber. Aber da ich jedes Level zeige, zeige ich auch dieses Level. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn du neu bist. Dann lasst mir ein Abo da auf jeden Fall. Aktiviert die Glocke, dann verpasst du keine Videos mehr. Folgt mir noch auf Instagram und Twitch. Dann bist du vielleicht auch mal dabei, wenn ich live bin. Und ansonsten war es jetzt erstmal. Ich bin raus und sage ciao. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.